Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Geigenberg. Und ich habe in der Pause mal ein bisschen mein künstlerisches Talent raushängen lassen, beziehungsweise versucht raushängen zu lassen. Und ja, ich habe eventuell einen Hühnerstall platziert. Es ist der billigste geworden, den ich hatte. Was heißt billig? Das ist aber mit der größte und es ist der, der eben auch auf der Rehbach Stand, den wir neu platziert hatten, einfach weil ich es ganz cool fand. Und ja, den werde ich euch jetzt zeigen. Der hat natürlich ein integriertes Lager. Und 3, 2, 1, da ist er. Ich habe auch schon mal ein paar Hühner hinzugefügt, also hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Hühner drin. Leider ist es halt so, dass durch die daher, dass ich mit dem freien Baumodus gemacht habe, ist jetzt halt hier so eine Lücke. Das könnte man eventuellerweise nochmal ausbessern, wenn man eventuell sagt, man nimmt hier das Bautool und macht es halt auf minimalste Stufe. Macht dann hier ganz einfach ein ganz kleines bisschen noch nach oben. Ich denke, das sollte schon reichen. Dann hat man es wieder so ein bisschen. Das Problem ist aber, dass es nicht gerade ist, wenn man es so lässt. Und dann fängt man wieder an zu glätten. Und dann geht es eh wieder runter. So. Also so könnte man es vielleicht lassen. Ja. Es ist halt nicht schön. Es ist. Naja. Aber auch hier drin halt, dann. Das muss dann alles eins sein. Also dann hat man hier halt so ein Loch. Ich meine, es. Schlimm ist es jetzt nicht unbedingt, weil es jetzt nicht groß was ausmacht. Man hat dann halt hier drin ein bisschen. Bisschen was von dem Zeug und halt eventuell dann auch wahrscheinlich hier, aber das ist jetzt nicht so ultra schlimm. So, auf jeden Fall kommen hier dann die Eier hin, die Eierpaletten. Hier kommt Futter. Deswegen habe ich auch das Ganze jetzt so gebaut, wie es ist. Wir haben hier eine Sitzmöglichkeit. Fand ich eigentlich ganz schön. Schreibt mir da gerne mal euer Feedback in die Kommentare, ob ich hier noch was vielleicht hier oder hier mit einem Baumenü oder Deko-Menü halt eben hier noch verbessern kann. Dann habe ich die Einfahrt, wollte ich erst hier, also hier so quer rein. Dann dachte ich mir aber, es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Es macht mehr Sinn, wenn man hier fährt und dann hier so schräg rein. Das macht mehr Sinn, vor allem mit Anhänger. So, und dann kann man hier hier ranfahren. Abkippen und hier wieder rausfahren. Wir haben noch ein bisschen mit Hecken gearbeitet, aber ansonsten finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier in der Mitte halt, wie gesagt, diese Randsteine. Da habe ich einmal so einen Kreis gemacht. Eigentlich wollte ich ja so einen Kreisel machen, dass man dann auf der anderen Seite wieder rausfahren kann. Aber das ist leider nicht, ist leider nicht so geworden, wie ich mir das erhofft hatte. Dann werden wir jetzt mal mit dem Schäfer wieder losfahren und die Eier könnten wir ja eigentlich hier gleich den reinhauen, wenn er das annimmt. Ja, die nimmt er an. Gut. 329 Euro. Wie gesagt, wir brauchen noch einen Anhänger irgendwie. Dass wir die Paletten wegkriegen. Ich würde auch in der Zwischenzeit einfach mal sagen, dass der Kollege hier zum Händler fahren soll. Dass wir uns da vielleicht einen Anhänger mieten oder so. Also ich brauche da jetzt ja auch keinen riesen Anhänger. Das muss nur so ein ganz kleiner, schnittiger sein, der auch an den Schäfer hier ranpasst. Und dann werden wir das verkaufen. Den Kurs verlassen. So, also der fährt jetzt hier runter, Ziel setzen, fährt hier runter. So. Ich hoffe, dass du das machst und dann sehen wir uns gleich. So, der hat seinen Kurs verlassen anscheinend. Warte mal. Ja, ich weiß, auf welchem Kurs er war, deswegen. War nämlich auf dem hier. Also auf dem linken. Also noch beim Vorgewende. So.
Nächster Wegpunkt. Dann müsste der jetzt ja eigentlich nochmal hier außen rumfahren und dann. Rutscht ein bisschen, oder? Scheint ein bisschen so, als würde er rutschen, aber. Jetzt müsste er. Genau, jetzt fährt er hier links rum. Perfekt. So. Gut, dann schauen wir mal, wie es aktuell mit der Produktion läuft. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was vorhanden. Milch. Wie viel Milch haben wir denn aktuell? Milch haben wir aktuell 3700 Liter. Die könnten wir vielleicht sogar schon umlagern. Das wäre sogar nicht so schlecht. Erntemission auch eher Mangelware. So Mischrationen müssen wir uns ja erstmal nicht mit beschäftigen. Heu eigentlich auch nicht. Und dann halt wie gesagt das hier, wo wir aktuell noch den Dünger rauspressen müssen. Und wie gesagt, Saatgut muss definitiv produziert werden. Da bin ich aber aktuell Weizen brauchen wir. Weizen und Ölle. Den könnten wir mal aktivieren. Denn hier muss auf jeden Fall Saatgut entstehen. Ansonsten laufen wir dann demnächst die Obstgärten da leer. Das wäre schlecht. So, Mineraldünger hat keinen Mist mehr. Den haben wir ja auch erstmal auf Einlagern gemacht. Da könnten wir ja eigentlich. Warte mal, der ist jetzt gleich am Händler. Wo fährst du denn hin? Ein Anhänger. Einfach ein ganz kleiner. Hier hinten haben wir noch diese schönen Dinger hier. Hier. Aber der hat 3,7 Tonnen Gewicht. Der hat 3,8 Tonnen Gewicht. Der hier vorne. 350 Kilogramm. Aber hier kriege ich auch nicht viel drauf. Da kann ich ja maximal. Naja, maximal 4 Paletten vielleicht. Wenn überhaupt. Das ist eher nicht so. 2,4. Kriege ich den umgebaut auf einen Ballenwagen? Ja. 2,4 für einen Welger. Der kostet mich 586. Machen wir. Gut. Die Sache ist jetzt natürlich auch. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wo können wir das Ganze dann verkaufen? Macht Sinn, so. Weil im Endeffekt, das muss sich ja auch rentieren, das Zeug jetzt zu verkaufen. Oder irgendwas damit zu machen. Ansonsten wäre halt blöd, nicht? Ansonsten wäre ein bisschen doof. Gut. Können ja mal gucken. Müsste ja eigentlich in der Dings ja drin sein. Äpfel. Erdbeeren. Die sind am besten im Februar. Standorte. Nee. Wert an allen Standorten. Wir haben aktuell. Naja, was haben wir denn am meisten? 1400 aktuell haben wir. Ist jetzt aber nicht so ein großer. Also nicht so ein großer Bäckerei. Geht jetzt aber. Ich könnte es auch zu unserem Hof bringen, zum Bioledle. Die Frage ist halt, wo die Bäckerei ist. Weil. Getreidesilo? Nee, das hier auch nicht. Könnte hier oben sein. Hier ist die Biogasse. Das. Kirchner. Pferdezucht. Apfelsaft. Also hier haben wir die Bäckerei. Also hier haben wir die Apfelsaftproduktion. Damit können wir dann Apfelsaft herstellen. Genau. So. Das heißt, wir werden das Ganze bei unserem Hof einfach verkaufen. Mit dem Anhänger. So. In der Hoffnung, dass unser kleiner Schäfer hier auch die Paletten dann noch ziehen kann. Ich habe jetzt extra geguckt, dass der Anhänger nicht so viel wiegt. Der wiegt jetzt 2,4 Tonnen. Dazu kommen dann halt eben noch die ganzen Paletten. Deswegen lasse ich den jetzt auch erstmal hier in der Mitte stehen. Zwischen den vier. Also hier bei dem. Lassen wir ihn stehen. Und dann fahren wir jetzt zur ersten Box. Also hier rein. Machen wir einmal das Tor auf. Müssen wir gucken, wie wir da ranfahren. Wir müssten ja so ein bisschen seitlich ran. Weil von vorne ist schlecht. Von vorne ist sehr schlecht. Das Beste ist natürlich, dass das einzige Licht, was wir bei dem Kollegen haben, ist halt einfach bei seinem Arm dran. Das ist halt auch nicht schlecht. Das ist supi.
So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir perfekt dran fahren. Nee. Der war nicht so gut. So. Sehr schön. Da kommen die ersten Erdbeeren auf den Anhänger. 500 Liter haben wir jetzt. Nur von den Erdbeeren. Gut. Aber um euch das Ganze hier zu ersparen, sehen wir uns gleich wieder, wenn der Anhänger voll ist. So, das Ganze hat jetzt ein wenig gedauert, aber es ist fertig. Also so um die 5 bis 10 Minuten hat es jetzt gedauert. Wir haben jetzt 2000 von beiden Sachen dabei. Das heißt, also insgesamt ganz wahrscheinlich jetzt so 2000 Euro wahrscheinlich sein. Um die 2000 Euro wahrscheinlich. Also so rechne ich. Wird es sein. Ja, also ich sag ganz ehrlich, für die Sachen braucht man einfach einen anderen. Also man kann natürlich mit einem Traktor machen, definitiv, keine Frage. Das würde wahrscheinlich gehen. Easy. Aber der Schäfer ist einfach nicht dafür ausgelegt. Weil ich habe jetzt versucht, immer zwei Paletten mit einmal zu nehmen. Das kann man komplett vergessen. Das schafft er nicht. Weil er einfach nicht so schwer ist, dass er das aushält. Also dass er das kompensieren kann so. Und deswegen ist das alles ein bisschen blöd. Aber na gut. Mal das Warnblinklicht anmachen, nicht dass man noch einer hinten drauf fährt, weil das Licht ist halt auch so eine Sache bei dem Kollegen. Jetzt kommt der spannende Teil hier hoch, ob er das schafft, man würde sehen, weil wie ich gelernt habe, haben wir jetzt gerade, naja, 1600 Kilogramm, also 1,6 Tonnen noch mal drauf zu den 2, irgendwas, also ja, kommt das mit den 4,8 oder so schon hin. Oh ja, das wird hart. Das wird haarig. Das ist haarig. Schau dich das an. 2 km/h. 2 km/h und die Räder sind am Durchdrehen. 2 km/h und die Räder sind am Durchdrehen. Los. Gib Stoff, Junge. Gib Stoff. Nimmt der mir hier auch noch die Vorfahrt, ey. Naja, wobei, ich habe eh keine Vorfahrt. Und nicht schlecht, der bleibt doch stehen, obwohl. Naja, gut. Brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. So, jetzt darf ich die Einfahrt nicht verpassen. Die müsste ja hier irgendwo sein. Hier. Oh Gott, ey. So. Und runter und gib ihm. Los. Gib Stoff. Aber sowas von. Ich habe nur noch 14 Euro. Der Helfer muss noch durchfahren. Komm schon, los. Der Helfer muss weiterfahren. Nicht, dass er mir gleich sagt, vorbei, weil kein Geld da. Los! 9. 8. Nee. Nee. Und 7. 6. Sollten wir schaffen. Sollten wir schaffen. Los. 5. 5 Euro noch. 4. So auf. Nicht sowas. 3. Und da sind wir. Und los. Und los. Wieder Geld auffüllen. Wieder Geld auffüllen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Mal sehen, was wir rauskriegen. Also es müssten so um die 2000 Liter sein. Also, ich glaube, mehr ist es nicht. Ich will aber auch nicht was... War denn Spanngurte lösen? Ich hätte auch Autoballen, hätte auch einfach Autoload machen können. 1600. Aber das ist ja nicht alles. Fehlt da noch ein bisschen was. Nicht wahr? Kann ich denn jetzt hier die blöden Spanngurte abmachen?
So. 1600 Euro hatten wir bisher. Das ist tatsächlich doch mehr, als ich gedacht habe. Also für 4000 Liter bekommen wir jetzt um die 3000 oder so. Irgendwie so. 2,8 müssten wir jetzt insgesamt haben. Nochmal 1000, ja. 2,8. Bin ich aber sowas von zufrieden damit. Also dafür, dass wir dann nur so ein paar Früchte haben, habe ich jetzt nichts dagegen auszusetzen. Gut, man muss natürlich sagen, hier der Anhänger hat natürlich noch ein bisschen was gekostet, aber ansonsten fand ich das jetzt echt fair. Aber ich würde sagen, damit war es das mit der heutigen Folge. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten schaut auch auf jeden Fall gerne in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, haut rein, tschüss und ciao.